Beauty-Fotoshooting mit Sandra. Heute möchte ich euch mit dem Modell Sandra zeigen, wie wir ein paar Shootings im Studio, wie wir da arbeiten, mit verschiedenen Einstellungen. Und wir fangen an hier mit der Einstellung, dass wir mit dem großen Schirm arbeiten. Ich zeige den mal eben. Ich habe also hier zwei Kameras installiert, die eine am Schirm, die andere auf der Spiegelreflexkamera. Und mit der Sandra möchte ich jetzt euch zeigen, verschiedene Shootings, verschiedene Einstellungen. Und die erste Einstellung wird also sein, dass wir nicht mit dem normalen Weißabgleich arbeiten, also nicht mit Tageslicht, sondern auf Kunstlicht stellen, sodass die Stellen, wo man blitzt, sehr kalt wirken. Und das habe ich mir auch gedacht für den Hintergrund. Ich möchte also, dass der schöne große Schirm hier, der Para, dass der nicht silbern erscheint, sondern blau. Und deshalb die Einstellung auf Kunstlicht. Und alles Weitere steht dann im Buch oder auch hier als Untertitel. Sandra, erstmal Dankeschön, dass du hier bist. Ich arbeite das erste Mal mit der Sandra zusammen und bisher macht sie das schon ganz toll. Also ich engagiere sie auch schon fast als Assistentin. Und Sandra, erzähl ganz kurz was zu dir. Wie alt bist du? Wo wohnst du? Ich bin 23 Jahre alt. Ich komme aus Düsseldorf und ich studiere hier Romanistik und Musikwissenschaft. Romanistik und Musikwissenschaft. Gut, die Musik im Hintergrund läuft, das passt. Und die Sandra ist auch kein normales Modell, doch ist sie schon, aber sie hat auch jetzt gerade, glaube ich, aktuell einen Titel. Ja genau, ich bin auch Miss International Germany und ich war jetzt in China, in Chengdu, bei der Miss International Wahl. Das ist der drittgrößte Schönheitswettbewerb der Welt. Okay, das hört sich super an. Also das richtige Modell für unsere Zwecke. Und Sandra, wie hat dir China gefallen? Super. Also, ja. Okay, dann wollen wir hoffen, dass das Shooting heute genauso spannend wird und abwechslungsreich. Wir starten einfach, lassen die Kameras laufen und ihr seht, was passiert. Als Hintergrund verwende ich den Paraschirm von Broncolor. Damit dieser nicht silbern oder grau, sondern blau erscheint, stelle ich den Weißabgleich der Kamera auf Kunstlicht, also Glühlampensymbol. Wenn ich nun mit Hilfe eines Ringblitzes in den Schirm blitze, erscheint dieser blau. Da Blitzlicht der Tageslichttemperatur entspricht, erscheint aufgrund der veränderten Weißabgleichseinstellung an meiner Kamera auf Kunstlicht der Schirm nun blau. Damit der Vordergrund, also unser Modell Sandra, keinen Farbstich bekommt, muss sie nun mit Kunstlicht beleuchtet werden. Hierfür verwende ich das Einstelllicht zweier Blitzköpfe. Damit stehen mir nun 2x650 Watt zur Verfügung. Das Einstelllicht entspricht also der Kunstlichteinstellung am Weißabgleich der Kamera. Jetzt muss ich nur noch die Helligkeit regulieren, um das Einstelllicht von vorne mit dem Hintergrundlicht in Einklang zu bringen. Das heißt, das Hintergrundlicht darf nicht zu stark blitzen, damit das Einstelllicht auch ausreicht, um das Modell zu beleuchten. Aus Erfahrung weiß ich, dass das Hintergrundlicht, also der Ringblitz im Schirm, möglichst schwach eingestellt werden muss, damit eine gleichmäßige Lichtverteilung zwischen Vorder- und Hintergrund herrscht. Hier nun das Ergebnis. Ja, ruhig mit der Wange dran. Ruhig mit der Wange dran. Okay, bleib mal so, genau. Kinn bisschen höher. Gut, Waffe an die Wange. Stopp, das ist gut. Gut, ja, sehr schön, bleib so. Nee, nicht zu weit nach hinten, Kopf wieder gerade zu mir. Ein bisschen Mund auf, so ist gut, stopp. Kopf wieder runter, ein bisschen. So ist gut, bleib so. Bleib so, stopp, ja. Ja, sowas, Kopf mehr drehen zu mir. Nur ein bisschen mehr. Nimm mal die Hand anders, irgendwie in die Haare. Ich gebe dem Modell ständig genaueste Anweisungen. Gut, Kinn höher, unbedingt. Nur so ist sichergestellt, dass das Modell sich konzentriert und voll bei der Sache ist. Und nur so gelingen auch die besten Posen. So ist gut, das ist cool. Bleib so. Bisschen höher mit dem Bein. Bisschen höher, stopp. Nun setze ich den Paraschirm als Hauptlichtquelle von vorne ein. So, als nächstes zeigen wir euch, wie wichtig das ist, dass man Farben gestaltet, dass man die Requisiten, die Klamotten oder auch das Make-up passend zum Hintergrund wählt. Und hier sieht man schon ganz schön, so die Farben, das knallt so richtig und so ein bisschen Bonbonfarben, das passt auch gut zu den blauen Haaren. Also Sandra, ich würde sagen, wir machen das nächste Shooting und schauen wir nochmal. Hier starte ich das Shooting zuerst mit nur einer Lichtquelle. Aufgrund seines Durchmessers von 3,30 m
ist der Paraschirm gut geeignet, nicht nur das Modell, sondern gleich das ganze Set zu beleuchten. Voraussetzung ist natürlich, dass das Modell nicht allzu weit vom Hintergrund entfernt ist, sonst würde dieser zu dunkel wiedergegeben werden aufgrund der Entfernung. Der Lichtabfall verhält sich quadratisch zur Entfernung. Das bedeutet, dass wenn der Hintergrund doppelt so weit von der Lichtquelle entfernt ist wie das Modell, kommt dort nur noch ein Viertel des Lichtes an. Damit würde der Hintergrund viel zu dunkel wiedergegeben werden. Und dies ist der Grund, warum ich bestrebt bin, bei diesem Shooting das Modell möglichst nah am Hintergrund zu platzieren. Gut. Die Finger lang, der linken Hand. Ja, irgendwie ans Gesicht, wenn es geht. Und trotzdem Gesicht ganz gerade lassen. Gut, kannst du einmal hier über die Haare streichen, rechts. Die Farben von Kleidung, Requisiten und Hintergrund wurden natürlich nicht dem Zufall überlassen, sondern genauestens geplant. Stopp, bleib mal so, nimm mal beide Hände so, stopp, Kopf gerade, stopp, Kinn ein bisschen höher. Gut, bleib. Das ist halt. Das weiß ich nicht. Da ist halt die Schöne. Das ist neu. Aber nee, sollst du nicht essen, den will ich noch für Schüttig sagen. Das ist einfach ein bisschen verspielter. Kopf gerade zu mir. Ja, vielleicht die Haare nochmal irgendwie. Ja, gut, stopp. Gut, oder das R? Mach mal Kopf richtig nach hinten. Ja, so, ja, warte, bleib mal so, das ist gut. Bleib so. Ja, das ist gut, bleib mal so. Warte, bleib so. Genauso bleiben. Warte, genauso bleiben. Die Hand setzt mal hier oben jetzt hin. Stopp. Sehr schön. Genau so bleiben. Warte, bleib so. Mund auf. Richtig auf, ja. Oder zieh mal so hoch vielleicht. Das war's. Warte, das ist gut. Ja, genau, bleib so. Sehr schön, bleib so. Übertriebene Posen sind ein gutes Mittel gegen Langeweile. Um euch meine Fotografenperspektive möglichst authentisch zu zeigen, habe ich die Videokamera am Blitzschuh meiner Nikon D3X befestigt. Damit entspricht dieses Videobild genau dem, was ich gesehen habe während der Aufnahme. Hände an die Haare. Ja, stopp, bleib mal so und jetzt mal die Haare. Ja, sowas, genau, spiel mal mit den Haaren. Kannst du auch mal werfen oder irgendwas, ganz egal. Ja, warte, 1, 2, 3. Schmeiß mal den Kopf so. Komm mal runter, genau. Warte, 1. Bein weiter nach außen, das rechte. Stopp. Bisschen Knie hoch, nicht durchdrücken. So, das ist besser. Warte. Ich zähle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und so sieht das Ergebnis aus. Sportliche Modelle haben ein sehr viel besseres Körperverständnis als normale Menschen. Das macht die Arbeit beim Fotoshooting deutlich einfacher für mich. Und die Haare ein bisschen seitlich über die Schultern. Stopp, komm mal in die Pflicht. Rücken durchdrücken. Doch selbst sportliche Modelle bekommen von meinen Fotoshootings Muskelkater aufgrund der anstrengenden Posen, die ich von ihnen verlange. Doch eine gute Körperspannung ist wesentlicher Teil meines Fotokonzepts. Oberschenkel. So, ja. Rücken gerade, ganz wichtig. Bisschen heißer. Streck dich, nimm mal die Hände hoch. Ja, sehr schön. Weiter. Beweg dich. Strecken nach oben. Lang strecken. Kopf gerade. Kopf gerade. Ja. Ja, das ist gut. Höher strecken. Bisschen. Ja, bisschen. Noch heißer. Beweg dich. Wende mal beide Haare hoch. Ja, gerade. Ja, stopp. Ja,
Ja, so. Jetzt ein Arm, rechter Arm hoch lang. Ja, sehr genau. Stopp. Wenn mir eine Pose besonders gut gefällt, mache ich gleich mehrere Fotos schnell hintereinander. Doch trotzdem ist ein Foto nicht wie das andere. Selbst bei 10 oder 20 nahezu identischen Fotos sticht ein Foto dann bei der Bildauswahl hervor. Das wird dann ausgewählt und bearbeitet. Ja, genau, zieh dich rein. Ja, das ist gut mit dem Ranziehen. Das ist gut. Ein bisschen Kopf drehen zu mir. Ja, noch mehr. Kopf drehen, ein bisschen Kopf drehen, ja. Hier noch einmal der Blick auf den Setaufbau. Beim nächsten Set verwende ich zwei schmale Softboxen direkt von vorne, um das Modell zu beleuchten. So habe ich eine sehr schöne, weiche Beauty-Ausleuchtung. Als nächstes ein Shooting mit, Requisiten, also ich bin ja ein Freund von Requisiten und das Ganze habe ich in Prag gekauft. Das ist also eine original russische MiG-21 Kampfpilotenmontur. Die Mütze gehört eigentlich nicht dazu, aber passt ganz gut. Und ja, ich wollte sagen, Sandra, gefällt es dir auch? Ja. Sie salutiert schon? Ja. Immer. Gut, wir fangen an. Die Modelle gewöhnen sich eigentlich sehr schnell an das starke Einstelllicht. Und so stark ist das Einstelllicht gar nicht, vergleicht man es mit den Lichtverhältnissen im Sommer. Was viel Licht ist oder wenig, ist also vollkommen relativ. Was hier im Winter in der Abenddämmerung sehr stark aussieht, 2x650 Watt Einstelllicht, würde im Sommer tagsüber ja, nahezu unbemerkt bleiben. Anders als die Kamera gewöhnt sich das menschliche Auge sehr schnell an wechselnde Lichtverhältnisse. Das macht es für Anfänger oftmals schwierig, Lichtsituationen angemessen zu beurteilen. Die Positionierung der beiden schmalen Softboxen direkt vor dem Modell führt dazu, dass bei ihr die Augen wie bei einer Raubkatze aussehen. Beim Shooting zeige ich dem Modell nur gelegentlich mal ein Foto. Shootings sind es vielleicht 4 oder 5 Mal, mehr nicht. Ich möchte nicht, dass der Produktionsablauf unnötig unterbrochen wird.